Was mich schon länger interessiert hat, war diese Beziehung zwischen Master und Apprentice. Da steht schon, also Meister und Lehrling, die ja sehr alt ist schon, diese Beziehung. Und ich fange üblicherweise immer so, meine, gebe auch manchmal so Vorlesungen an der Hochschule zum Thema Wissensmanagement. Und da starte ich immer ganz gern mit einer Geschichte, die so 150.000 Jahre her ist. Und Sie müssen sich vorstellen, also der Mensch hat irgendwie so, also der Affe hat so menschliche Züge angenommen, so Neandertaler irgendwie so in der Form. Und jetzt gehen so zwei Cousins, gehen zusammen, jeden Tag sind die unterwegs und suchen sich eine Kokosnuss. Und erst suchen sie sich die Kokosnuss, die ist gewohnheitsmäßig ziemlich hart. Und dann suchen sie sich einen Stein, um das Ding aufzutrümmern. Und dann ist es endlich offen, sie schmeißen den Stein weg und fummeln da das Fleisch raus, essen, sind glücklich, gehen wieder in ihre Höhle. Es findet jeden Tag statt. Und eines Tages ist der eine Urmensch, wenn man so nennen wollen, geht her und sagt sich, oder hat dieses Gefühl entwickelt, dass es mit diesem Stein besonders gut ging. Und kommt jetzt auf die glorreiche Idee, isst die Kokosnuss und nimmt diesen Stein mit in seine Höhle, wohlwissend oder ahnend in dem Fall vielleicht, dass er ihn morgen wieder braucht. Und tatsächlich gehen die Anthropologen her und sagen, das ist so der Punkt, wo der Mensch anfängt, Mensch zu werden, wenn er erkennt, dass er in der Zukunft wieder ein ähnliches Problem hat wie heute. Und das trennt uns tatsächlich. Also der andere Kollege ist jetzt im Zoo zu besichtigen, hier in Hellabrunn, und die anderen Cousins sitzen jetzt hier in diesem Saal und folgen dem Vortrag. Hoffe ich doch. So. Und jetzt kann man das natürlich auch weiter spinnen und kann sagen, ah, okay, das hat sich bewährt. Ich bin wesentlich schneller mit meiner Kokosnuss, die kriegt, während der andere noch seinen Stein sucht, bin ich schon satt. Ja, und das gebe ich jetzt an meine Kinder weiter und sage, so, weiß nicht, ob die schon reden konnten, aber so, also irgendwie deutlich denen halt, sucht euch auch einen Stein. Ja, tolle Sache, super Idee. Und irgendwann kommt man vielleicht dahinter, dass man Steine legen die nebeneinander und man erkennt, dass die eine gewisse Form haben, die die Kinder gefunden haben und für gut, die haben eine ähnliche Form wie meiner. Man kommt vielleicht auf den Faustkeil und so. Kann man so ein bisschen die Gedanken und weiterspinnen und so ein bisschen gelten lassen, weiterentwickeln. Nun ja, also es gibt so dieses Meister-Lehrlings-Prinzip ist schon sehr, sehr alt, und diese Wissensweitergabe der Altvorderen an die Jungen, der kam ja vorhin schon, ja gut, das war der kleine Grüne, das ist jetzt der andere, ne? Also dieses Meister-Lehrlings-Prinzip ist ja sehr, sehr alt, und diese Beziehung hat mich einfach auch im Rahmen dieses Vortrags angefangen zu interessieren, und dann habe ich mir auch mal so ein bisschen eingelesen, wie das so mit den Zünften war, und will da auch so ein bisschen Sie vielleicht ganz kurz mal gedanklich in die Zeit zurückbringen, also Zünfte, was das hieß, zu einer Zeit, wo es also noch keine Straßenbeleuchtung gab, noch kein Internet und nichts, hat man dann doch erkannt, also einerseits haben die Handwerker schon erkannt, dass sie gegen diese andere großen Wissensmacht, die es damals gab, nämlich die Kirche, die hatten ja das geballte Wissen in ihren Klöstern, in ihren Folianten, in ihren Büchern, alles wunderbar auf Latein. Und die Handwerker haben auch gemerkt, hoppala, wir können ja auch was. Und haben gemerkt, dass sie da eine Gegenposition durchaus bilden können. Und ihnen war auch schnell klar, dass sie sich da in irgendeiner Form organisieren müssen. Das hat sich dann sehr schnell ergeben. Und die Zünfte hatten so ihre eigene Regel. Die hatten auch ihr eigenes Qualitätsmanagement. Also wenn Sie heute nach Rothenburg ob der Tauber gehen, kriegen Sie bei der Stadtführung immer diese Bäckertaufe präsentiert. Ne? Wenn der Bäcker schlechte Brötchen gebacken hat oder gespart hat am Teig, war den in so einen Käfig rein und untergetaucht, und dann, ja, irgendwann durfte er dann mal wieder Luft holen, und dann war offiziell, also es war so eine Art Qualitätssicherung auf mittelalterisch. Ne? Weiß jetzt nicht, ob man das mit in die Reviews mit aufnehmen sollte, ist vielleicht im Sinne einer Fehlerkultur jetzt nicht unbedingt empfehlenswert. Aber tatsächlich gab es so eine Ehre, und wer gegen diese Ehre verstoßen hat, konnte auch aus der Zunft ausgestoßen werden, er konnte sanktioniert werden. Und da gibt es schon sehr interessante Parallelen. Aber was ich sehr spannend fand, ist, dass für die Zünfte es durchaus auch überlebenswichtig war, diese Weiterbildung sicherzustellen. Also wirklich zu sagen, wir müssen uns, so ein Bildungssystem ist vielleicht hochgegriffen, aber wir müssen uns auch der Bildung von Nachwuchs widmen. Anfänglich war es so, dass man natürlich den eigenen Nachwuchs erstmal reingeholt hat. Und man hat sehr schnell gemerkt, dass das nicht immer die beste Entscheidung war. Entweder war der
Sohn, entweder war kein Sohn da, der dann vielleicht Schmied hätte werden können, die Tochter war das damals noch nicht so üblich, oder er war zu schwächlich oder er ist ausgeblieben, wie auch immer. Also man hat plötzlich überlegen müssen, was passiert denn, wenn ich andere Leute mit reinhole in diese Ausbildung. Und da gab es dann, haben die Zünfte dann gewisse Systeme entwickelt. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass man zum Beispiel auch diese Wanderschaft zugelassen hat, also im Sinne von Wissensmanagement und Wissensaustausch. Wie machen es die denn in anderen Städten? Ne? Da kommt dann plötzlich so ein Schreinerlehrling von Nürnberg nach, bleiben wir halt bei Rothenburg ob der Tauber oder Dinkelsbühl, und dann, die haben dann vielleicht ganz andere Ideen da in Nürnberg, und jetzt bringt er sich damit ein, mit dem, was er dort gelernt hat. Also diese Wanderschaft auch bewusst als über den Tellerrand hinaus zu sehen, mit einzubauen, fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ja, ich möchte mit Ihnen jetzt mal Folgendes ausprobieren. Und zwar ich segle ganz gern, leider zu selten, aber geht dann doch ganz gern mal segeln. Und Segeln ist auch irgendwie ein Handwerk. Und da habe ich mir, um die unterschiedlichen Arten des Wissens nochmal zu, vorhin kam ja ganz am Anfang die Frage, wie definieren Sie Wissen? Das ist ein Palstick. Ist jemand da, der das sofort kennt? Auch Segler hier? Ja, da sind schon so ein paar. Na gut, lauter Seen im Umkreis, ne? Da ist der Palstick schon mal gefordert. Jetzt, wenn Sie den so anschauen, sagen Sie, super, oder? Also gut, die Kenner, die sagen sich, klar, hätte ich auch so erkannt, aber die meisten, die ihn vielleicht nicht kennen, sagen, ja, schönes Gewurstel. Ja. Ich habe ihn hier auch nochmal mitgebracht. Keine Angst, ich bin jetzt nicht selbstmordgefährdet. Habe ich heute Morgen noch gemacht, und jetzt hat man schon gesehen, er löst sich halt recht. Ist eine feste Schlaufe, Segler wissen das, die wird nicht kleiner beim Zuziehen, aber der Knoten lässt sich sehr leicht wieder lösen. Das steht dann im Buch dabei. Aber hier haben Sie die reine Information. Das ist ein Palstick. Da habe ich jetzt noch nicht so viel gelernt dabei. Also den, ob Sie den jetzt morgen wieder reproduzieren könnten, weiß ich nicht. Jetzt hat man sich im Rahmen einer Ausbildung überlegt, ich muss diese Information irgendwie mundgerechter machen, und hat sich dann solche Darstellungen überlegt, dass man das schrittweise nachvollziehen kann, wie dieser Palstick geht. Sorry, dass ich mich nicht allzu sehr blamiere. Wie gesagt, ich komme viel zu selten dazu. Also man legt dann irgendwie eine Öse, und dann gibt es auch noch so einen netten Spruch dazu. Der kleine Wurm kommt aus dem Teich, läuft um den Baum herum und hüpft wieder in den Teich. Klingt ein bisschen kindisch, aber wer es braucht, es funktioniert. Also das ist auch so einmal die optische Aufbereitung von, wie lerne ich was, wie bringe ich was bei, also zerlegen in Schritten, damit ich es dem Lehrling oder dem Lernenden auch aufbereiten kann, vielleicht ihm so eine Hilfe an die Hand zu geben. Da sind wir dann so, ich habe nachher nochmal so eine Tabelle von diesen unterschiedlichen so Wissensstufen, also Informationen, also den zu erkennen ist schon mal das Erste. Wie geht sowas, ihm das vielleicht auch aufzubereiten, vielleicht noch so einen Spruch an die Hand zu geben. So, und jetzt gibt es was, da tue ich mir mit Folien dann schon etwas schwerer. Ich habe extra mein Segelbuch mitgebracht, damit Sie gucken können. Das ist reine Information, die da drinnen steht. Weil die Information teilweise schon etwas aufbereitet ist. Und wenn man reinliest, dann kann man sogar sehen, ich versuche gerade so die unterschiedlichen Stufen nochmal klar zu machen. Auf dieser Seite sehen Sie viele, viele Knoten. Das ist ein Palstick, reine Information. Auf der nächsten Seite sind sie dann so nett und sagen, hier, Schlinge rum, Loch da rein. Und unten steht Palstick mit Trick. Das sind schon Erfahrungswerte drin. Das ist schon eine höherwertige Information. Jetzt wird schon ein Trick angeboten. Ja? Aber ich muss das nehmen, was da steht. So. Jetzt mache ich einen Segelkurs. Ich habe einen sehr netten, älteren Segellehrer gehabt, der schon kreuz und quer Karibik und was er alles für Zeug erzählt hat, wo er unterwegs war. Also ich habe ihn auf dem Ammersee gemacht, den Segelkurs, nicht Karibik, weil es auch sehr schön ist. Und dann sagt er, ja, den musst du auch auf dem Rücken machen können. Es kann ja sein, dass es irgendwann mal dunkel ist und stürmisch und du musst irgendwie dein Boot festmachen und dann musst du den Palstick auch auf dem Rücken machen können. Jetzt hoffe ich, dass ich das unfallfrei hinkriege. Also es klappt. Und dann hat er mir den Trick genannt, und der steht in keinem Buch, den finde ich auch nicht. Im Internet gibt es mittlerweile Videos, ist ja toll, was wir jetzt für Möglichkeiten haben. Und nicht nur eins, wie der Palstick geht, da gibt es gleich eine ganze Reihe. Und dann hat er gesagt, pass auf, du musst dir vorstellen,
da ist eine Öse, es ist wirklich schwabbelig auf dem Boot, ja, und du hängst jetzt vorne am Bug und willst das Boot mit dem Palsteg um die Öse dort festmachen. Und jetzt fängst du an, legst ihn da rein und machst den Wurm, also wir müssen jetzt das wirklich ein bisschen schwanken, machst den Wurm da rum und ziehst es durch die Öse durch und um den Baum, also kaum eine Chance. Und dann hat er gesagt, pass auf, das geht viel, viel einfacher. Du bereitest ihn hier schon mal vor. Das war jetzt echt der Trick. Dann ziehst du ihn hier durch. Das geht nämlich. Und dann kann ich ihn hier festhalten, während dir das Boot schwabbelt. Und dann ziehe ich hier die Schlaufe durch den Knoten durch und habe den Palsteg. Steht in keinem Buch. Aber das hat so ein alter Seemann halt drauf. Und jetzt sind wir bei einer Form des Wissens, ja, wo der Meister halt unheimlich wertvoll wird. Das andere, und das ist das, was die Leute immer vergessen, wenn sie Wissen teilen wollen, sagen, oh Gott, alles will, wenn ich alles teile, dann bin ich nichts mehr wert. Stimmt nicht, weil die haben in ihrem Leben so viele Situationen erlebt, das können die gar nicht alles aufschreiben. Ja, also die können vielleicht den einen oder anderen Trick verraten, aber dann fällt ihnen immer wieder was ein. Ich habe hier mal eine Tabelle gemacht. So, hups, geht ein bisschen anders. Wir haben hier so eine reine Information, das kann ich in ein Buch abdrücken, so schaut es aus, das ist der Palsteg. Zum Lernen aufbereitete Information, da habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Wie sage ich es dem Kind? Bewertete Information, so geht es am besten, Tipps und Tricks. Erfahrungswissen, ich mache es immer so, weil. Das ist unheimlich viel wert, aber dazu muss der bei mir stehen. Der muss da vorstehen, ich mache es immer so, weil. Das heißt, ich brauche den direkt vor mir. Und dann ist das Spannendste, ist dieses implizite Wissen. Der Begriff wird im Wissensmanagement immer nicht ganz so, aber ich nehme mal her, weil er gesetzt ist. Dieses implizite Wissen, was erst so auf Rückfrage stattfindet. Wo ich dann sage, also mein Segellehrer hieß Eugen, wie kriegst du das da hin? Wie kriegst du da den Palsteg hin in der Nacht, Sturm? Und dann sagt er, pass auf, gibt es einen Trick. So, und also der Trick, ich kann dir nochmal zeigen für die drei Segler, die da sind. Irgendwie zieht man hier so die Schleife durch. Gemerkt? Und dann hatte ich die Möglichkeit, das da bloß durchzuziehen. Und dann kann ich den nämlich festhalten, während das Boot hier zieht. Und dann muss ich die Schleife hier durchziehen und dann zieht sich fest. Also Segler können gerne nochmal auf mich zukommen. Ich gebe das auch gern weiter. Dann hat sich der Tag zumindest für die Seglerkollegen schon rentiert. Also das sind so diese Stufen des Wissens und ich tue mir immer schwer, also ich bin mal in eine Diskussionsgruppe reingekommen, die waren damit beschäftigt, immer noch Information vom Wissen zu trennen. Für mich gibt es unterschiedliche Güte in der Information einfach. Stelle ich nur so ein Bild hin, sage ich, hier, ich habe es aufgedröselt, so geht's. Oder ich bewerte die Information schon. Also dass ich sage, so geht's richtig, so geht's gut, in dem Fall nimm's so. Dann habe ich da schon sehr viel Erfahrungswissen abgebildet, aber sehr explizit, sehr irgendwo stehend. Und hier komme ich so in die Phase rein, wo ich mit den Leuten anfange zu reden, also in diese Master- und Apprenticeship-Beziehung einsteige. Ein Modell aus dem Wissensmanagement, die Kirsten wird es kennen, ist diese, aber ich denke, es ist genau in diesem Thema immer spannend, sich über das zu unterhalten. Man redet immer von diesem expliziten Wissen, also so schaut es aus, das ist der Palsteg, und dann mehr in diese implizite Richtung, so geht es am besten oder ich mache es immer so, wo man dann eben so dieses Wissen, was man intern verborgen hat, was man oft erst hervorbringt, wenn man gefragt wird. Man weiß es manchmal gar nicht. Überlegen Sie mal, wie Sie beim Jauch immer mit sitzen vorm Fernseher und sagen, das ist es nicht, das ist es nicht, aber ich glaube, dass es das ist. Manchmal, man liegt häufig gar nicht so verkehrt, aber man wüsste gar nicht, woher man es weiß, aber da hat man unheimlich viel in seinem Erfahrungsspeicher, das einen so manchmal schon in die richtige oder meistens sogar in die richtige Richtung schickt. Und da ist natürlich jetzt gerade in der Übergang Meister und Lehrling gibt es dieses implizite Wissen zu explizitem Wissen, das nennt man Externalisierung, also diesen Übergang. Das heißt, das, was ich hier gerade mache, ich externalisiere gerade wie ein Weltmeister und hoffe natürlich, dass Sie dann auf der anderen Seite den Gegenpol machen. Ja, das ist ein bisschen trickreich, nämlich das vielleicht internalisieren, wenn Sie explizites Wissen implizit machen, also sich das Buch durchlesen, sich zuhören, was der so sagt, der Meister, und sich das dann zu übernehmen und sagen, okay, wie baue ich das in meinen eigenen Erfahrungshorizont ein? Dann gibt es noch dieses explizit zu explizit, das ist so Kombinationswissen. Bei meinen Studenten sage ich immer, das ist das, was sie in der Bachelorarbeit machen, ne? Der eine schreibt das, der andere schreibt das.
Wissenschaft. Ja, so. Man kombiniert das, ja. Wenn das eine links rum, das andere rechts rum ist, dann ist das wahrscheinlich in der Mitte oder so. Also das ist so kombinatorisches Wissen oder kombiniertes Wissen. Und das Spannendste ist eigentlich das, da habe ich mich vorhin schon mit unserem Künstler da hinten unterhalten. Sitzt er schon da? Nee? Weil er nämlich, das ist sein Programm, okay, QA, ist dieses Sozialisationsthema. Das ist nämlich dieses Wissen, dass sich der andere, das stattfindet oder dieser Übergang, der stattfindet, ohne dass ich es vorher sage. Das ist in der Regel durch ein gewisses zum Beispiel Vorbild oder was macht der da, wie reagiert der da, ist der lässig drauf, wieso wird der jetzt nervös? Also so gewisse Dinge, wo ich mir abgucke oder wo ich dann übernehme von ihm, also ich habe mir fest vorgenommen, von meinem Segellehrer durchaus seine Lässigkeit zu übernehmen, aber trotzdem immer präsent zu sein. Also cool, wenn es irgendwie so dahin geht, aber wenn es auch darauf ankommt, eine gewisse Präsenz an den Tag zu legen, war für mich ein sehr großes Vorbild in dieser Geschichte. So, also das sind so die vier Seiten eines Wissenstransfers. Also das gibt es schon relativ lange im Wissensmanagement, aber gerade für diese Meister- und Lehrlingskiste ist das, glaube ich, recht spannend. Jetzt habe ich Ihnen noch ein kleines Persönlichkeitsmodell mitgebracht und war schon immer so vorhin bei den Vorträgen, denke ich mir, das wird jetzt gut passen, aber mir hilft es im Wissensmanagement immer ganz gut weiter zu erklären, was passiert denn da so. Und gerade wie ich das auch mit der Programmierung und dem Craftsmanship, vielleicht hilft es Ihnen auch. Dieses persönliche Dilts hat es irgendwann mal entwickelt. Man findet relativ wenig darüber im Internet. Mir lief das mal vor 12 Jahren über den Weg und mir hilft es heute immer noch. Wenn das so eine Person ist, dann sagt man, okay, das, was ich nach außen sehe von dieser Person, ist Form und Gestalt. Beim Programmierer wäre es der Code, beim Holzschnitzer wäre es die Figur, die vor mir steht, beim Segler ist es der Knoten letztendlich, ist der ordentlich, ist die Öse richtig. Also es gibt Form und Gestalt. Den sehen wir alle. Also wenn ich den Knoten zeige, sehen alle den gleichen Knoten. Das ist so diese äußere Form. Was ich auch von dem Menschen sehe, der diese Form und Gestalt zu Wege bringt, ist sein Verhalten und Handeln. Ich sehe ja, wie der das macht, aber das sehe ich nur, wenn ich ihm zugucke. Also das geht jetzt nicht. Den Knoten sehen Sie auch morgen noch, wenn ich ihn hier liegen lasse. Wie ich den gemacht habe, das sehen Sie nur, wenn Sie mir gerade zugucken. Aber das sagen wir momentan alle das Gleiche. Aber das ist schon an meine Person geknüpft. Also auch, wie ich hier vorne jetzt agiere und Ihnen das so erkläre und so, das ist mein Verhalten und Handeln. Was Sie jetzt schon nicht mehr sehen, weil es jetzt immer mehr so reingeht in meine Person, das ist das Thema Kompetenzen. Also wenn ich Ihnen hier was erzähle, beruht das auf meiner Kompetenz. Wenn ich einen Knoten mache, beruht das auf meiner Kompetenz. Wenn ich einen Code schreibe, beruht es auf meiner Kompetenz. Aber die kann ich jetzt erstmal nicht so sehen. Aber das basiert auf dem. Diese Kompetenzen basieren auf meinen Paradigmen. Ich sage immer so Modelle, also lieber eigentlich Modelle, so Handlungsmodelle. Also das habe ich mir so angewöhnt. So erzähle ich das. So, und meine Modelle sind auch, welche Kompetenzen höre ich 20 Minuten oder 2 Stunden lang Podcasts jeden Tag. Das ist so eine Regel geworden bei mir. Ja? Also das ist so mein Weg. Das sind so meine Paradigmen. Das finde ich gut, das habe ich angenommen. Und die basieren auf meinen Werten. Da wird es jetzt schon sehr intim. Also welche Werte verfolgt der Mensch? Aber das ist unheimlich viel, ist unheimlich wichtig, weil wenn ich im Team unterschiedliche Werte habe, das kann gut sein, das kann Innovation erzeugen, aber es kann auch Konflikte erzeugen. Und da oben habe ich dann die Identität. Naja, die wollen wir jetzt mal nicht in Frage stellen oder so. Aber über Werte kann man sich gerade noch unterhalten. Mit der Identität tue ich mir schwer. Und das Spannende jetzt so in der Wissensthematik oder in der Handwerksthematik, fand ich jetzt in dem Fall, ist, dass ich ja das abliefern möchte, Form und Gestalt. Ich kann ihm sagen, guck her, hier musst du was anders machen. Ich kann vielleicht noch ihm dann den Impuls geben, dass er da sich mal andere Kompetenzen aneignet. Und hier oben wird es immer schwieriger, ihn zu verändern. Das heißt, ich begebe mich hier immer mehr in die Richtung Sozialisation hier oben. Er kann es von mir übernehmen, ich kann es transportieren, aber ich kann es ihm schwer per Information beibringen. Und ich habe auch hier immer so ein
Austausch, wo man hier so auf diese Richtung hin in Sachen Internalisierung geht. Also das drillmäßige Einüben von irgendwelchen Handwerkssachen. Also ich musste mal im Praktikum so einen Metallblock feilen, immer im Wasser, ja, so. Der wurde immer kleiner, ich weiß nicht, tagelang ist man da dran gesessen mit der Eisenfeile und dann Haareslineal dran und dann war wieder irgendein Lichtspalt und dann ging es wieder weiter. Ja. Das ist so dieses, da versucht man über Form und Gestalt hier reinzukommen und eine gewisse Haltung und Werthaltung auch gegenüber seinem Werkstück zu erzeugen. Und andererseits natürlich läuft es auch gerne in diese Richtung, wenn ich ein Schlamper bin, kommt da unten auch was Schlampiges raus. Ja. Es geht halt auch wieder so, also da muss ich halt auch wieder schauen. Also was mache ich jetzt mit dem Schlamper? Ja? Also erkennt er irgendwann mal, wenn ich als Vorbild, dann sind wir wieder in der Sozialisation, ich als Meister halt meinen Arbeitsplatz immer sauber, Küchenchef oder sowas, kann man sich super vorstellen, ne? Oder habe alles mein Werkzeug an und ich bin wesentlich schneller fertig oder ich liefere wesentlich bessere Qualität. Adaptiere ich das irgendwann mal auch als Schlamper? Ich habe tatsächlich mal, nachdem ich mein Metallpraktikum gemacht habe, meinem Vater seine Garage aufgeräumt, wo ich vorher nie eine Motivation dazu gehabt hätte. Das hat lange gehalten, meine Ordnung. 15 Jahre lang, glaube ich. War schon längst ausgezogen, war immer noch mein Sortiersystem da drin. Aber also, das meine ich, also diese Übertragung, man kann schon gewisse Dinge annehmen und man kann auch so einen gewissen, gerade ja, wenn man jünger ist, geht es meistens noch ein bisschen leichter, vielleicht noch so eine Art erzieherischen Aspekt reinbringen, wenn ich es schaffe, sein Wertesystem vielleicht in Richtung Berufsleben zu orientieren, was vielleicht noch schulisch orientiert ist, in ein Berufsleben rein zu orientieren. Also mir hilft dieses Modell häufig weiter, um gewisse Dinge erklären zu können oder verstehen zu können. So, ich glaube, ich habe noch 2 Minuten, oder? Plus, minus 2, gut. Ich habe einfach noch mal so ein paar Darstellungsformen der Externalisierung hergenommen. Also war es einfach noch mal so eine Anregung, die ist mir so zugeflogen. Das finde ich spannend. Meine Schwiegermutter ist totaler Fan von diesen Höhlen da in Südfrankreich, weil die war da schon 2-3 Mal drin, weil das so toll ist, so hübsch ausschaut und so. Und wo ich immer, gut, wir werden es nie erfahren, die sind, glaube ich, 30.000 Jahre alt oder sowas. Ich glaube nicht, dass man das nur zur Zierde hingemalt hat. Ich glaube, dass man hier Jagdtaktiken erörtert hat und sich überlegt hat, wie gehe ich auf dieses Viech los. Weil wenn es zur Zierde wäre, hätten sie auch Blumen hinmalen können oder sowas. Aber nein, es sind Szenen, es sind Jagdszenen, ich weiß es nicht. Also wir werden es, wie gesagt, nie erfahren. Trifft nicht so ganz zu. Das ist natürlich eine alte Bibliotheksfassade. Hier haben wir noch Daten, Informationen, die in Riesendingern liegen. Und das ist natürlich eine übliche Externalisierungsform, wäre ein eigener Vortrag, PowerPoint in der in der Wissensvermittlung oder in der Wissenstransfer. Aber ist heute, glaube ich, so der Standard. Einfach nochmal so als kleine Impulsfolie Richtung Externalisierung. Und die Folie ist mir noch wichtig, weil in dem Zusammenhang eben dieses Meister-Lehrlings-Prinzip nochmal reinkommt. Und da sind wir im Handwerk tatsächlich, das habe ich erst gemerkt, als ich den Vortrag vorbereitet habe, man muss echt das, was die Handwerkskammer macht, doch ein bisschen unterscheiden von dem, was die Industrie- und Handelskammer macht. Ja, schon ein Unterschied, ob ich jetzt eine Drehmaschine schaue, ob es aus der Toleranz läuft und dann baue ich da einen neuen Meißel ein und so, hat ein bisschen was anderes, wie wenn ich tatsächlich anfange, Dinge zu gestalten und wirklich handwerklich tätig zu sein. Also wie viel Kunst und Kreativität steckt jetzt im Handwerk. Also das hat schon nochmal eine andere Geschmacksrichtung. Und dieses über die Schulter schauen ist für mich immer so ein spannender Moment. Das ist Tillmann Riemenschneider. Ist eine spezielle, wo man dann die Adern sieht in dieser Hand. Na, wie kriegt er das hin? Also diese Beobachtungsgabe und so. Wie will ich das dem Lehrling erklären? Das kriege ich in kein Buch reingeschrieben. Du musst den Heißel nach links und rechts und dann ganz links und dann wieder. Und dann ist das Holz anders gemasert, das Holz hat eine andere Qualität, ist anders gelagert, was auch immer. Das ist unheimlich viel Gefühlssache und das kriege ich als Lehrling nur übertragen, wenn ich ihm so über dieses Prinzip der über die Schulter schauen nehme, wo bei mir auch so die Handführung etwas mit dazukommt auf der anderen Seite. Ihm mal die Hand zu führen und sagen, guck, so geht das, so viel Druck brauchst du. Kann ich mich gut daran erinnern, dass mein Ausbilder damals mir die Hand geführt hat an der Feile und gesagt, schau mal, so ist waagrecht. Ja, das ist waagrecht. In dem Moment, in dem man etwas tut, und das ist auch ein ganz spannend,
Wo kommt das FCC her? Was hat da passiert? Darum geht es mir um Folgendes. In dem Moment, wo ich als Meister etwas tue, klingt total blöd, aber die beste, größte Chance, den Wissenstransfer herzukriegen, ist, jeden Schritt vor mich hin zu brubbeln und zu erklären, was ich gerade mache und warum ich es gerade mache. Auch wenn ich mir noch so doof dabei vorkomme, aber und deswegen macht es wahrscheinlich auch fast keiner, aber man muss sich mal überlegen, was das für, also wenn es wirklich, du nimmst jetzt den Meißel Nummer 2, weil jetzt gehen wir an die kleinen Adern ran und wir fangen von oben runden an zu setzen, weil da die Maserung im Holz entsprechend lang läuft. Ansonsten kriegen wir Splitter rein und dann haben wir so mit einem ganzen kleinen Schlag hauen wir da drauf und führen das, den Meißel nach unten, aber nicht so weit und jetzt leicht nach vorne knicken, weil damit das Holz besser bricht. Also wenn ich immer erkläre, was ich tue und warum ich es tue, in einem permanenten Prozess hätte ich eigentlich die beste Chance, wirklich meinem Lehrling das komplette Wissen zu übertragen. Unheimlich anstrengend, aber wäre interessant, sowas mal anzugehen. Das war nochmal so eine Idee, die mir zum Schluss kam. Wie weit braucht der Meister auch seinen Lehrling, um besser zu werden? Also ich muss es ja erstmal rausbringen, mein Wissen, um zu sagen, wenn der sagt, warum? Ja, dann bin ich gefordert und muss mir einfallen lassen, warum ich das jetzt überhaupt so mache. Und in dem Moment, wo ich es vielleicht rausformulieren kann, externalisieren kann, warum ich es so mache, bin ich vielleicht als Meister auch selber ein Stück weiter. Ich habe meine Frau, die hat einen Aderschein gemacht vor ein paar Wochen, also Ausbildung der Ausbilder, also war wirklich am Kern. Und dann habe ich gesagt, da gibt es doch so ein Ausbildungsprinzip im Handwerk. Sagt sie, ja, erklären, vormachen, nachmachen, üben. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir mal in den Internalisierungsfokus rein. Heißt für mich, erklären heißt für mich zuhören. Also wirklich auch zuhören, bevor ich es internalisieren kann. Zuschauen, nachmachen, üben. Dann passt es. Also dann kriege ich auch genau diesen Prozess hin, es in mich aufzunehmen, zu verstehen und auch auf mein Arbeiten und Handeln und mein Werkstück zu übertragen. Und da nochmal den Punkt der Sozialisation habe ich hier nochmal aufgedröselt, weil der für mich so wichtig ist. Dieses Vorbild sein, das nicht unterschätzt werden darf. Ich glaube, dieses Vorbild ist bei uns in der Wirtschaft, also ich war mal früher in meinem früheren Leben bei der Bundeswehr, da war das durchaus, Sie sind Vorbild. Ich weiß nicht, ob das in der Wirtschaft heute noch ein Thema ist, dass ich zum Meister sage, du bist auch Vorbild. Ist vielleicht ein bisschen komischer Nachgeschmack dabei, aber wir sollten uns dem wieder bewusst werden, dass es unheimlich wichtig ist. Wenn ich als Meister schon Schlamper bin, dann brauche ich mir nicht erwarten, dass die Lehrlinge ordentlicher werden. Bei der Ehre packen, wir haben es heute schon viel gehört, dieses Selbstverständnis zu entwickeln zum Werkstück. Ich glaube, ich kann das sehr, sehr kurz halten. Da haben wir schon einiges gehört heute in den Vorträgen. Für mich ein Wahnsinnspunkt der Sozialisation. Ich habe noch ein kleines Fazit aufgemacht, damit bin ich tatsächlich am Ende. Was macht die Meister-Schüler-Beziehung so wertvoll? Es ist dieses Vertrauen und Zutrauen. Da bin ich wieder bei meinem Segellehrer. Solange der dabei war, habe ich mich immer pudelwohl gefühlt da im Boot. Konnte Böe kommen, Wellen, es war mir völlig wurscht, sondern der kann das schon. Ja. Aber war natürlich auch bemüht zu sagen, ich will das aber auch selber können. Wenn der jetzt nicht mehr im Boot ist, will ich das auch können. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt. Respekt, Wertschätzung, das kommt dann automatisch mit. Es muss mehr sein als Stoffvermittlung. Ich glaube, das haben wir jetzt im Vortrag so gehört, wäre für mich so ein Fazit. Und dieses Wissen, Erfahrung und Gedanken teilen, also dieses auch wirklich zu erklären, warum mache ich das so. Wir hatten es ja hier so, Transparenz, da kommt ja viel in diese Richtung. Also Sinn geben auch, warum mache ich das so? Also warum ist das besser, den Arbeitsplatz aufgeräumt zu haben jeden Tag? Ja, also ganz entscheidend oder beim Bremsenprüfgerät, warum das halt super funktionieren muss, weil sonst gibt es falsche Werte und so weiter. Okay, ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen diese Brücke schlagen zwischen Meister und Lehrling und Zuhörenden und vielleicht so ein paar Impulse geben, wo man drüber nachdenken sollte im Sinne eines tradierten Wissenstransfers, um nochmal was Intellektuelles zu sagen.